Assistenzarzt Maike Arendt und Schwester Charlotte wollen gerade eine kurze Kaffeepause machen, als sie vor der Notaufnahme einen Bus voller Cheerleaderinnen entdecken. Entschuldigung. Das ist kein Parkplatz hier. Ui. Ui. Was ist denn hier passiert? Meine Tochter geht's nicht gut. Oh, soll ich sie mal nehmen? Ja. Hallo, hier, nimm du. Genau. Wir gehen mal. Kannst Hallo. Du einmal Bescheid sagen, ja, drin, dass wir einen Rollstuhl. Geht es? Ja. Wirklich? Wir brauchen einmal einen Rollstuhl. So schlecht. Schick mal da einer die Tür auf, bitte. Schnell! Als ich für meine Pause rausgegangen bin, habe ich einen ganzen Bus voller Cheerleader gesehen. Erst dachte ich natürlich, die wollten einfach da parken. Dann habe ich gesehen, dass ein Mädchen starke Verletzungen am Bein hatte. Ich habe erst gedacht, das waren Schürfwunden. Und weil die Mädchen ja auch Cheerleader waren, dachte ich natürlich zuerst, es ging um einen Sturz. Wie heißt Ihre Tochter? Jenny. Gut, Jenny, und einmal aufstehen. Und sie ist 18. Umdrehen. Okay, perfekt. Und der kommt einmal weg hier. Jenny, richtig hoch. Komm, einmal hinlegen. Leg dich mal hin, ruhig. Ich mach mal das Kopfteil ein Stück hoch. Und jetzt ganz bequem anlehnen. Hi. Oh, sie glüht. Ich messe mal Fieber, ne? Darf ich dir mal die Hand geben? In der Arendt, ich bin der diensthabender Arzt. Was ist mit. Uiuiuiui. Die ganze Zeit habe ich das auch gesagt. Ah, das sind ganz tiefe Wunden. Okay, versuch. Okay, seit wann juckt es so bei dir? Kannst du einmal bitte Fieber messen? Okay, und Vitalparameter anlegen, bitte? Jenny, seit wann juckt es denn so? Bei 40. 40, okay, dann direkt bitte fiebersenkende Mittel, Infusion anlegen. Das gucken wir uns gleich an. Jennys linkes Bein war so stark aufgekratzt, dass es geblutet hat. Und es war fast bis auf den Knochen aufgekratzt. Dazu auch das Fieber. Ich habe auf septische Erscheinungen getippt. Und für mich war das alles gar nicht klar am Anfang. Du hast Magenkrämpfe? Ja. Jenny, hast du irgendwelche Allergien oder Vorerkrankungen? Nix. Hast du irgendwie was Falsches gegessen? Rohen Fisch oder? Nee. Nein. Gut. Seit wann hast du diese ganz krasse Wunde hier? Die sieht ganz gefährlich aus. Haben wir heute entdeckt. Heute entdeckt? Ja, genau. Okay. Das wurde so krass jetzt erst heute davor. Mhm. Habe ich halt immer Sport selber drauf getan oder auch Ibuprofen. Du bist Sportturnerin, oder? Ja, du hast aber nicht auf die offene Wunde Sportsalbe getan, oder? Doch, die war halt aber einfach nur rot. Und dann habe ich halt gedacht, weil ich weiter zum Turnier wollte, dass ich halt einfach das ein bisschen linder dadurch. Das heißt, du hast dir das zugefügt durch Jucken? Ja. Okay, ist dir kalt? Ja, total. Okay, du bist ein bisschen am Zittern. Jenny. Okay, ich messe jetzt erst Blutdruck und dann lege ich auch einen Zugang. Ne? Perfekt, alles. Kann das noch lange dauern? Wir sind so finale. Wir haben unseren Auftritt. Also, wer bist du? Bitte? Wer bist du? Eine Ja, okay. Bitte, ruhig. Wie lange ich komme ungefähr. Wir sind in 10 Minuten erstmal bei euch und sagen euch, was los ist. Ja? Ja? Guck das mal an, hier überall. Das hat sie an beiden Armen. Bitte nur mit Handschuhen anfassen, ja? Die Tochter der Trainerin hat keine bekannten Allergien. Deshalb könnte eine Hautkrankheit die Ursache für das Jucken sein. Ein Abstrich soll mögliche Erreger deutlich machen. Der bevorstehende Wettkampf der Sportlerin muss warten, solange es keine Entwarnung gibt. Wir werden jetzt erstmal dir Blut abnehmen, werden das ins Labor schicken. Ich habe einen Abstrich von deinen Wunden gemacht. Den schicken wir auch ins Labor, um rauszufinden, ob deine Wunden irgendwie infiziert sind. Jetzt habe ich eine Frage, und zwar diese Kratzspuren, ja? Mhm. Kratzt du dich häufig? Seit einem Tag. Ja, wie okay. Hast du? Super. Ich mach den Stauschlag nochmal rum. Das geht direkt ins Eillabor, Notfalllabor. In 20, 25 Minuten wissen wir mehr. Du bleibst angeschlossen. Es ist ganz wichtig, dass du dich jetzt ein bisschen beruhigst. Okay, du bist hier in Sicherheit. Und dann geht alles weiter. Perfekt. Und versuch dich jetzt erstmal nicht mehr zu kratzen, ja? Ja, man fühlt da natürlich mit, weil ein Juckreiz hat, glaube ich, schon mal jeder gehabt. Und der war schon sehr extrem. Man sah das ja auch, sie hat sich alles aufgekratzt. Das ist schon ziemlich heftig. Und da war es eben auch wichtig, auch eine Analgesie zu geben, also ein Medikament, was eben auch die Schmerzen beeinflusst, damit sie auch ein bisschen ruhiger wurde. Maike Arendt kann nun die anderen Teilnehmerinnen des Turniers über die Behandlung informieren. Dabei ahnt er nicht, dass schon ein neuer Notfall auf dem Weg in die Klinik ist. Also wir haben jetzt erstmal ein paar Tests gemacht und ich kann euch noch nichts dazu sagen. Ich sagte, es wäre nur gut auch für euch und für Jenny, dass ihr ein bisschen die Ruhe bewahrt. Meinst du, dass wir heute noch weg können? Ich hoffe es, aber da können wir nichts zu sagen. Am besten ist, ihr setzt euch hin, konzentriert euch und drückt die Daumen, dass es eurer Freundin besser geht, ja? Ja, perfekt. Aber ich sage euch natürlich direkt Bescheid. Hier bitte? Alles
Der Mediziner sieht nach den Cheerleaderinnen, die mittlerweile alle einen juckenden Hautausschlag zeigen. Ein Alarmsignal. Denn das bedeutet, dass ihre Freundin offenbar an einer ansteckenden Krankheit leidet. Bevor Mike Arendt sich wieder um die Frau vom Rummel kümmert, koordiniert er die Versorgung der Mädchen. Könnt ihr vorerst drei Mädchen in das Zimmer gehen? Mhm. Und die anderen hole ich sofort rein, ja? Ja. Perfekt. Hi. Also, ich möchte, dass wir für Sie ein Zimmer organisieren. Das heißt, ich möchte Sie über Nacht hier behalten, weil der Verdacht auf die Salmonellenerkrankung sich dann doch schon ein bisschen verhärtet. Wir müssen das Gesundheitsamt informieren, deswegen brauche ich eine genaue Adresse von der Backfischbude, bitte. Wenn man nach dem Verzehr von Remoulade oder Eis oder anderen Produkten sich eine Lebensmittelvergiftung zuzieht, ist es ganz wichtig, dass wir als Krankenhaus, als Institution das dem Gesundheitsamt melden. Denn hier geht es nicht darum, Menschen anzuschwärzen, hier geht es lediglich darum, eine Seuche zu verhindern. Das heißt, dass man den Stand, wo das Backfischbrötchen verkauft worden ist, warnt. Natürlich gibt es da hygienische Schritte, die man einleiten muss. Aber es ist ganz wichtig, dass man den Rest der Bevölkerung warnt, dass sie nicht auch sich eine Salmonellenvergiftung zuzieht. Der Verdacht auf eine Salmonellenvergiftung bestätigt sich. Die Frau wird die Infektion schadlos überstehen und der Backfischstand wird vom Gesundheitsamt geschlossen. Derweil ahnt Mike Arendt, warum das gesamte Sportteam einen Ausschlag hat. Ich habe das Gefühl, dass es sich bei euch allen wirklich um die gleiche Krankheit, den gleichen Erreger handelt. Deswegen, ich habe auch deine Ergebnisse. Ist es okay für dich, wenn wir das hier in der Gruppe besprechen? Ja, wir sind ein Team, okay. Das ist vollkommen okay. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass du in deinem Blut sind die Entzündungswerte sehr hoch. Das plus die roten Striemen auf deiner Haut, plus dass du dich die ganze Zeit kratzt, das lässt auf eine Krätze, sozusagen Scabies. Oh, nein. Ja. Das haben wir alle jetzt? Alle. Das ist übertragbar durch Hautkontakt. Und als Cheerleader seid ihr die ganze Zeit im Hautkontakt miteinander. Diese Milben, von denen wir sprechen, kommen von der Oberfläche auf die Haut, graben sich einen Tunnel in die Unterhaut und graben dort sich den Weg vorwärts. Und deswegen kann man von oben auch rote Striemen sehen. Diese Milben legen dort Eier und ihren Kot ab. Und das führt zu heftigen Jucken. Und in dem Moment, wo man juckt, öffnet man diese Gänge und man ermöglicht es den Milben noch viel weiter und viel tiefer vorzudringen. Für die jungen Frauen gibt es aber auch gute Nachrichten. Die Krätze kann durch das Auftragen einer speziellen Anti-Milben-Creme vollständig therapiert werden. Deshalb gilt jetzt für alle Betroffenen: Aus den Klamotten raus. Eincremen. Mhm. Okay? Gegenseitig eincremen. Bitte keine Stelle freilassen. Ah, okay, das ist das Laborergebnis. Kann man ganz deutlich sehen, das sind kleine Milben, die sich, guck mal hier, kleine Milben, die sich unter eurer Haut. Wovon kommt das denn? Wie kann... Eine Person hat es und die nächste gibt es an die nächste Person weiter. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr euch zu wenig duscht oder mal über. Doktor, ja? Es wird auch bei allen so schlimm. Bei allen duschen und ich möchte sie auch. Nein, so schlimm nicht. Nein. Ach so, nee, so schlimm wird es nicht. Das kommt, weil Danny sich aufgekratzt hat und zwar. Kannst du das? Und zwar das Problem ist, dass sich diese kleinen Milben unter der Haut suchen die sich Gänge und koten halt dahin und legen ihre Eier dahin. Und das juckt und ihr kratzt euch das auf. Es war ganz wichtig, dass wir die Chili da aus ihrer Kleidung befreien, da sich auch Teile der Milben, die die Krätze verursachen, in der Kleidung absetzen. Deswegen Kleidung ablegen, bei über 60 Grad waschen und Creme auftragen. Die Creme ist eine sehr aggressive Zerstörer von oberflächlichen Milben, kann man sagen, die auch in die tiefe Hautschicht eindringt und die Milben abtötet und auch die Eier der Milben abtötet. Bei den anderen Mädchen wird die Creme die Milben abtöten und dadurch Schlimmeres verhindern. Doch die Tochter der Trainerin bekommt plötzlich einen akuten Fieberschub. Ihr droht eine Blutvergiftung, das heißt Lebensgefahr. Auf jeden Fall Gefahr auf Sepsis. Ich möchte auf jeden Fall notintensiv. Ja. Ich melde es intensiv. Rufst du an? Ja. Im Verlaufe der Diagnostik ging es Jenny zunehmend schlechter. Sie hat einen noch viel erhöhteren Puls bekommen, das Fieber ist auch angestiegen und sie hat weiterhin den Schüttelfrost noch stärker entwickelt. Da habe ich natürlich direkt an eine Art Blutvergiftung gedacht. Wenn man sich nun das offene Bein von Jenny anschaut
und sich vorstellen kann, dass in diesem offenen Gewebe auch infiziertes Fremdmaterial im Sinne der Milben, aber auch äußeres Fremdmaterial reinkommt, ist die Gefahr einer Blutvergiftung sehr hoch. Gucken Sie, das Bein, das an dem Bein, das ist so eine tiefe Wunde und sie hat sich das so aufgekratzt. Und ich glaube, dass diese systemische Reaktion von Jenny gerade daher rührt, dass es vielleicht so etwas wie eine Blutvergiftung gab. Okay? Fieber scheint zu steigen. Aber genau. Es wird alles gut, Doktor. Es wird alles gut. Es kann sein, dass wir vielleicht eine OP machen müssen. Also das kann sein. Ich will mich auf nichts festlegen. Ich verstehe Ihre Sorge, wirklich. Jenny, du musst jetzt ganz tapfer sein, ja? Die Patientin kommt auf die Intensivstation. Dort hat die sofort begonnene Antibiotikumtherapie gut angeschlagen. Eine OP, um die entzündeten Hautstellen chirurgisch zu entfernen, war deshalb nicht nötig. Die schnelle Behandlung rettete ihr Leben. Alle Cheerleaderinnen wurden die Krätze rasch wieder los.